Wird gerempelt von Philipp Strumpf und Schiedsrichter Sven Baschitzki zeigt auf den Elfmeterpunkt. Abgezockt zum Ausgleich. Und das sah nach 9 Minuten richtig gut aus, denn Johann Gomez traf zum 1:0 für die Westsachsen, für den FSV im Abstiegskampf. Nächster Rückschlag für Eintracht Braunschweig im Aufstiegsrennen. Und Rapihic in der 6. Minute zu viel Platz und dessen Hereingabe war super für Lach. Das Glück sieht da Marcel Bär und der ist momentan so gut drauf, der lässt sich das nicht nehmen. Wunderbaren Beispiel für One-Touch-Fußball. Steinhardt. Die Verantwortung. Weißhaupt scheitert zunächst an Pejic, aber der Nachschuss sitzt. Also, wir brauchen die Zuschauer, egal wen jetzt, und dann so ein paar Assis hier, sage ich jetzt einfach mal, so wie es ist, dann hier einfach zu beißen, dann muss man doch rein sein. Also, kann ich gar nicht so stehen lassen. Das regt mich auch enorm auf. Ganz viel vorgenommen, 7. Minute und Multau war zur Stelle und Berlin entpuppte sich als leichte Beute. 9. Minute, wieder Konzburg, sie wollten Revanche, sie bekamen Revanche, rächte sich nach 61 Minuten, denn Strumpf staubte ab und die Flanke super für Girt. Jeski und der perfekt für Benny Girt, das 6:0, was eine Ansage an ihn. Auf der Seite.